Veteraner, seid gegrüßt. Das Wichtigste zuerst. Abdelhak Nouri von Ajax Amsterdam ist außer Lebensgefahr. Er befindet sich jedoch weiterhin im künstlichen Koma und es ist noch überhaupt nicht abzusehen, wann die Ärzte ihn daraus aufwecken können. Künstliches Koma, das ist, soweit ich das weiß, im Falle eines Herz-Kreislauf-Versagens nichts Ungewöhnliches. Da auf diese Weise ist es am ehesten möglich, dass derjenige, dem das passiert ist, sich davon weitestgehend erholt. Es ist auch personell ein bisschen was bei uns passiert. Klaus Wilbig hat seinen Vertrag bis 2020 verlängert. Und Slatko Junuzovic hat im Interview mit der Werder-Stube bestätigt, dass er bei uns bleibt und nicht, wie überall schon gemunkelt wird, zu Trabzonspor wechselt. Für mich ist Letzteres doch ziemlich vielschichtig. Und das heißt für mich nichts anderes, als dass es schwierig wird, bis nahezu unmöglich, ihn zu halten, wenn wir in der kommenden Saison uns erneut nicht für Europa qualifizieren. Aber das Wichtigste für mich, die Nachricht des Wochenendes: Abdelhak Nouri von Ajax Amsterdam ist außer Lebensgefahr, hat eben weiterhin im künstlichen Koma und weiterhin für ihn gute Besserung. Und ich denke auch mal, ich sage es nach wie vor auch in eurem Namen: Wir, die Fans, die Fans von Werder Bremen und Werder Bremen auch generell als Verein, unsere Gedanken sind bei ihm, bei seinen Mitspielern, bei seinem Verein Ajax Amsterdam und natürlich seinen Angehörigen und Freunden. Und alles Gute, Abdelhak Nouri von Ajax Amsterdam. Ihr könnt natürlich weiterhin Grüße unten ins Kommentarfeld reinschreiben, die gebe ich dann im jeweils nächsten Video weiter. Und euch wünsche ich jetzt noch einen schönen Sonntagabend und kommt gut in die kommende Woche. Bis dann, ciao.